So, hallo, wir machen weiter. Bei Things. Und letztes Mal haben wir das Black Hole Level abgeschlossen. Und kommen jetzt in das Rotation Level. Also ab jetzt kommen Dinge, von denen ich überhaupt rein gar nichts. Also das habe ich auch noch nie irgendwo in einem Stream gesehen oder sonst irgendwas. Ab jetzt ist. Also nicht nur ab jetzt, das war schon in der zweiten Welt größtenteils blind. Aber da jetzt definitiv. Ich habe nicht mal diese Oberwelt hier gekannt. So, das ist. Ne? Gucken wir mal, was jetzt passiert. Rotation, was dreht sich denn? Ich drehe mich. Scheinbar. Ah, wahrscheinlich muss ich mit Spinjumps immer abspringen, oder wie? Okay. Scheint dann aber ein normales Fluglevel zu werden, ohne Gimmick. Okay. Einfach so ein bisschen. Wahrscheinlich muss ich dauerhaft in Bewegung bleiben und darf nicht... Ja, ja, ja. Oh, mein, oh boy. Oh boy. Okay. Das wird ein reines Fluglevel mit Drehsprung. Okay, aber das ist ganz nett. Das ist ganz nett. Dann ist zumindest kein LR-Gimmick. Alles schön. Oh Gott, da muss man halt böse drauf achten, dass man die Geschwindigkeit immer behält. Und aber auch rechtzeitig immer wieder neu startet. Ah! Okay. Nein. Da bin ich mal gespannt, wie schwer das so wird. Bisher geht's ja. No, oh, okay. Okay, wo muss ich denn da ran? Da kam ganz schön viel auf einmal. Mist. Aha. Okay, so ein komplettes nur Drehsprung-Fluglevel habe ich, glaube ich, auch noch nie gespielt. Ist mal was Neues. Also was Neues, was aber im Prinzip komplett klassisch ist. Ach, Mist. Ne, weil das könnte es in jedem SMW-Hack bisher auch gegeben haben. Verstehe gar nicht, warum es da die Wolken gibt. Welchen Sinn soll es haben, dass man nicht zurücklaufen kann? Man kann da jetzt nicht wirklich viel kaputt breaken. Aber gut. Ach, Mist. Aber gut. Sie sind halt da. Irgendeine Bedeutung werden sie schon haben. Irgendwas hat er sich dabei schon gedacht. Jo! Okay, wie mache ich das? Wenn ich direkt gerade weiterfliege, funktioniert es nicht. Ich muss scheinbar kurz stoppen. Oder will ich den gar nicht drücken? Will ich dem ausweichen? Die Stelle habe ich, also die Stelle habe ich noch nicht ausreichend gesehen, dass ich sie bewerten kann. Ich glaube, ich will das nicht drücken. Kann es sein? Oder will ich... Ich muss mal Pause da drücken. Ich muss mir das mal anschauen. Von dem kurzen Moment, den ich jedes Mal sehe, bevor ich sterbe, habe ich noch nicht wirklich viel wahrgenommen. Ich habe wieder nicht viel wahrgenommen. Ich habe zu bald gestarbt. Weil ich muss den P-Switch sehen. Irgendwas muss mit dem P-Switch passieren. Der fällt da runter. Aber wie fällt der runter? Muss ich mehrmals den On-Off drücken, dass der durchfällt? Oder ist es einmal? Oder? Tschüss.
Ja, habe ich gemerkt, dass ich da zu weit runter bin. Ich... glaube, ich setze jetzt mal kurz vor einen Save-State, dass wir wieder rumprobieren können. Ich bin ja mittlerweile dazu übergegangen, so Test-Save-States zu machen. Einfach, weil es ansonsten zu lange dauert und weil das voll legitim ist. So. Jetzt. Okay, was jetzt? Also den. Ja, okay, es ist einfach wirklich der und dann komme ich da schon rüber. Also so. So, ja, so, so und dann kann ich da drauf. Okay, gut, gecheckt. Das ist das, was ich meinte. Ich muss das einmal kurz sehen. Und es war einfach in den Momenten, wo man selber dort war und schnell handeln musste, nicht drin. Und für sowas werde ich selbst jetzt benutzen. Weil es dann schneller geht. Definitiv. Es gibt nichts Nervigeres, als immer wieder an eine Stelle zu kommen, die man noch nicht verstanden hat und dort zu scheitern, weil man es halt immer noch nicht verstanden hat. So, jetzt habe ich es ja kapiert. Ah, ich muss ihn drücken. Ja, ich muss von der Taste drunter. Ich muss von der Taste runter, dass ich den auf die in die. Weißt du schon. Ich könnte mir aber fast vorstellen, dass danach dann schon der Midway kommt. Das wäre so. Wäre so wieder die typische Things-Länge. Things-Länge. Und dann muss ich da wahrscheinlich durchrennen und bekomme wieder Geschwindigkeit oder so. Ach, Mist. Aber es ist wieder richtig cool gebaut. Es ist wieder richtig cool gebaut. Kann man nicht anders sagen. Nein. So, jetzt... Ah, ich... Okay, ich muss da noch ein bisschen besser variieren. Ich muss erstmal bis rüber fliegen und dann muss ich halt die Sprungtaste los... nicht die Sprungtaste, gerade die nicht. Die Renntaste loslassen. Oh, ich dachte, das reicht nicht, aber es hat gereicht. Ah! Mist. Genau so. Okay. Dann über die Viecher drüber und dann werden wir sehen, was kommt. Aha, zu bald. Nein. Ah, die Koordination, die richtige Taste loszulassen. Ach, es ist traurig. Nee.
Es ist echt traurig. Na! Ah! Den habe ich nicht gedacht, dass der nicht schief geht, aber er ging schief. Schade. Schade, schade. So. Okay, und dann da rund. Okay. Über die drüber und dann geht's nochmal da hoch. Das sollte aber hinzukriegen sein. Und je weiter man kommt, umso mehr ärgert es einen, wenn man am Anfang wieder stirbt, weil man da ja schon oft genug durchgekommen ist. So. Nein! Ich darf nicht auf dem Spin jumpen, weil sonst verliere ich meinen Flug. Ganz wichtig, ich darf nicht auf dem Spin jumpen. Übrigens, Freiwillige vor, wer hier mal normal durchfliegen möchte. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Ob man hier mit ganz viel Flugphysik es schaffen würde, normal durchzukommen. Also wenn es jetzt ein Gimmick gäbe, dass man hier nicht spinjumpen kann und man nur normal fliegen kann, ob das überhaupt denkbar möglich ist, so präzise hier durchzusteuern. Ich glaub's ja fast nicht. Gerade hier die Stelle und das hier stelle ich mir schon sehr schwer vor, wenn man normal fliegen muss. Ich meine, man kann sehr, sehr viel variieren mit dem normalen Flug, aber könnte ich mir, glaube ich, nicht mal als Test vorstellen. Keine Ahnung, ob das geht. Ich weiß es nicht. Und man sieht krasse Sachen, wenn man so Tests anschaut, gerade zu Federleveln, dann sieht man echt krasses Zeug, was die Leute hinkriegen. Aber glaube ich nicht, dass das geht. Glaube ich nicht. Na, jetzt sind wir aber schon bei 12 Minuten und sind noch nicht wirklich hier durch die erste Hälfte gekommen. Ist ein bisschen ärgerlich. Nein! Aber es gibt einfach noch zu viele Sterne, denen man zu schnell stirbt. Und es dauert halt ein bisschen, bis man nach hinten kommt. Wo es dann weitergeht. Geht! Ich will aber nicht am Anfang. Also am Anfang sterben ist blöd. Hinten ist okay, weil ich die Stelle halt noch nicht geschafft habe. Oder erst einmal. Und dann ist das in Ordnung. Nein! Und ich merke gerade erst, dass der On-Off gar nicht öfter gedrückt werden kann. Der wird zu einem Block. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Weil ich noch überlegt habe, ob ich nicht vielleicht einfach... Aber geht gar nicht. Der wird sofort zu einem Block, der On-Off. Damit ist es dann doch etwas... Ja, an der Stelle ist es dann doch ein Hack, der... So... ein Level, was so nicht im normalen SMW vorkommen könnte. Weil man ja diesen Effekt nicht hat. Nein, das war gut. Und dann auch durchschweben irgendwie. Ich wette, danach kommt der Midway. Der muss dann kommen. Von der Länge her ist es eigentlich genauso der Teil, den ich akzeptabel finde. Und bisher hat mich der Hack da... Mist! Nicht großartig enttäuscht. Aber wir kommen näher. Wir kommen der Sache näher. Wir nähern uns dem Fortschreiten in diesem Lab. So nicht. So auch nicht. Sie juckt meinen Finger. Nein, nicht meinen Finger, aber die... Wie heißt das? Die Handoberfläche? Also nicht die untere Seite, sondern das oben, wo die Knöchel sind und so. Wie heißt das? Also ja, Haut, aber... bei der Hand oben, die Haut. Ist das die Obersache? Ach, ist völlig wurscht, wie das heißt.
So, nein! Nein, wieso? Wieso nimmst du ihn jetzt nochmal in die Hand? Ich habe doch die Taste extra losgelassen. Nein! 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 Mann, ich will nicht am Anfang, ich will hier da hinten. Also da hinten will ich auch nicht sterben, aber da wird es mich nicht so aufregen. So. Ah! Nein, jetzt war ich zu weit. Okay. Aber jetzt die goldene Mitte das nächste Mal, dann passt das. Die goldene Mitte das nächste Mal, dann kommen wir da vielleicht durch. Ich hoffe so sehr, dass danach der Midway kommt. Viel länger dürft's nicht werden. Viel länger dürft's nicht werden, sonst wird's kritisch. Oh Mann! Ach, ich... Ich krieg wieder Stress bei hier. Möchte wieder betonen, nicht wegen des Levels. Level, super. Es ärgert mich einfach, dass ich es nicht schaffe, nicht immer wieder die gleichen Fehler zu machen. Und es nur selten hier hinkriege. Okay. Das ist, was ich sehen will. Wozu ist das Ding da? Hm. Okay. Wir machen weiter mit dem, was wir gerade schon gemacht haben. Aber diesmal mit schönem Midway zwischendurch. Sehr angenehm. Aber wofür ist... Der Block irritiert mich irgendwie. Ich meine, ich könnte den Block... auslösen. Aber was soll das bringen? Wozu ist der... Ist der einfach nur Deko? Oh, verstanden. Ja, da hätte ich jetzt schon... Okay. Ah, wir machen also mit lustigen Flugmechaniken weiter. Logischerweise. Aber ich mag das. Ich mag ja an sich Fluglevel. Ich mag auch dieses Level. Das heißt an sich. Ich mag auch dieses Level sehr. Oder muss ich dann hier rum und dann... Ja, genau. Perfekt. So. Und dann komme ich da hinten weiter. Wow, wow, wow. Okay. Ja, da muss ich irgendwie die Geschwindigkeit behalten. Hm.
Na, so nicht. Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Muss ich darunter schweben und dann erst wieder die Geschwindigkeit aufnehmen? Oder komme ich da irgendwie vernünftig durch? Und kann schnell bleiben? Das ist jetzt die Frage, die ich mir gerade stelle. Ich sehe schon kommen, dieser Anfang. Dieser Anfang wird der nächste sein, der mich aggressiv macht. Wenn ich diesen Teil hier nicht hinkriege, weil das halt auch echt einfach ist. So. Aber wie? Also ich würde... Mein Gefühl sagt, ich muss durchschweben. Und ich habe es nur vorher nicht geschafft, rechtzeitig wieder Speed zu bekommen. Das sagt mein Gefühl. Also hier und jetzt einfach wieder Speed aufbauen. Das ist so das, was ich will. Einfach wieder Speed aufbauen. Wenn das hinkriege, dann ist alles gut. Aber das ist das, was wir rausfinden müssen, ob das geht. Ja, aber so nicht. Aber das kann halt sein, dass ich einfach zu spät abspringe an der Stelle. Und das ist der Punkt. Das ist alles gut möglich. Ja, Mist. Weil es ist mir, es erscheint mir, der Gang erscheint mir zu eng, als dass ich da einfach so durchkomme. Oh, oder muss ich da mal normal durchfliegen, weil da keine lila Münze ist? Lasst mich das mal ausprobieren. Geht das? Ist das denkbar? Ist das realistisch? Aber, weil so komme ich nicht durch. Also da drin nochmal irgendwie einen Anlauf. Nee, ich würde eher sagen, ich muss durchschweben. Und dann einfach schauen, dass ich hier möglichst... Aber ich kriege hier den Speed nicht mehr her. Das ist mein Ding. Ich kriege hier den Speed nicht mehr zurück. Wie kann ich den Speed hier behalten? Wie kann ich den Speed an der Stelle behalten? Probier nochmal normales Durchfliegen. Ja, so viel dazu. Aber, es fühlt sich noch nicht richtig an, was ich da tue. Ich muss ein bisschen rumprobieren. Ich muss einfach ein bisschen rumprobieren. Am besten wieder mit einem State. Wobei, wir sind ja fast am Start, also... Aber ich sterbe halt am Anfang da auch wieder. Ich glaube, ein State ist schlauer. Oh, ja, ein State, so viel zum State. Doch, geht schon. Also einfach fallen lassen... Einfach nur springen geht auch nicht. Oh, habe ich jetzt? Ich glaube, jetzt habe ich genug Anlauf wieder genommen, oder? Wenn ich da passend lande? Ich glaube, ich bin einfach nur zu ungeduldig. Ja. Okay. Ich kann neu Anlauf nehmen. Gut, haben wir das kontrolliert. Ich
kann neu Anlauf nehmen. Dann ist das schon das, wie ich es machen wollte und sollte. Alles andere, ja, das ist halt der Punkt. Jetzt, wo ich gesehen habe, dass es möglich ist, ist es schon besser. Da hat man dann so eine Gewissheit. Okay. Dann sind wir erstmal wieder auf dem Kurs. Dann darf ich da halt einfach, muss ich sehr, sehr knapp auf dem Ding landen, dass ich genug Anlauf nochmal nehmen kann. Ja, ich weiß noch nicht genau wie, aber es hat funktioniert. Das haben wir ja gesehen. Muss einfach, das muss jetzt halt wieder einfach wieder probieren, bis ich eine gute Strategie habe. Ach Mann. Wieso verliere ich denn manchmal meinen Drehdings? Hä? Kritisch. Ah, das war dumm. Wieso? Oh Mann! Vorhin hat es so schön funktioniert. Was habe ich da anders gemacht? Okay. Ich schätze, ein Teil davon war richtig und ein Teil davon war wahrscheinlich falsch. Vor allem der Teil mit dem Sterben, der war falsch. Ha! Weil da scheint man schon diesen Ring muss man schon so erwischen, dass die Münzen passen, nehme ich an. Ach komm. Entweder ich bin zu ungeduldig oder ich lande einfach nicht richtig. Eins von beiden. Trifft zu. Jetzt hat es wieder gepasst. Ziel! Wir schaffen es! Nice! Da ist schon das Ziel. Ja, nice. Sehr schön. Der zweite Teil ist wieder richtig kurz. Hat aber auch herausfordernde Stellen. Also muss man schon sagen. Ah, ich liebe es, das Ziel zu sehen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Das Ziel vor Augen zu haben, ist so ein guter Moment. Oh. Das hat nicht funktioniert. Und Mond habe ich nicht gesehen, ne? Ich glaube, Mond war hier nicht in dem Level. Ich glaube, Mond war in dem Level, gibt's keiner. Zumindest keinen wahrgenommen. Das heißt, oh mein Gott! Oh shit, ja. Das darf ich nicht machen. Das heißt noch nichts, aber ich habe keinen gesehen.
Okay. Jetzt habe ich ein bisschen Bammel, dass ich die Plattform nicht mehr rechtzeitig bekomme, nachdem ich sie gerade schon verpasst habe. Aber ist okay. Ich denke, bis 40 Minuten haben wir hier auf jeden Fall das Level geschafft. Wir waren jetzt ja gerade schon ganz knapp davor. Ich habe jetzt auch verstanden, wie der Buring gedacht ist. Sollte laufen. Das sollte laufen. Es wäre jetzt nur schön, am Anfang nicht so oft zu sterben, weil das ist halt unnötig. Ab hier ist okay. Ab hier ist die schwierige Stelle. Aber den Teil hier würde ich schon gerne einfach konstant schaffen. Ja, so viel dazu. Aber ich verstehe es aber auch manchmal nicht, warum es nicht mehr funktioniert. Also warum es... das war auch interessant. Was ich da falsch mache, dass ich den Schwung verliere. Weil gefühlstechnisch mache ich das Gleiche. So, deswegen... Verstehe ich es nicht so ganz. Aber ist okay. Ich meine, hauptsächlich... Die meiste Zeit funktioniert es und das ist ja schon ganz gut. So. Sehr schön. Dann hier runter. Mann! Ich muss doch nur in der Luft bleiben. Ich muss doch nur in der Luft ausharren, bis ich runterfalle. Mehr muss ich doch schon gar nicht tun. Oh, das war dumm. Ich hab gedacht, ich bin auf einer... Ich bin an einer anderen Stelle. Die schwierigste Stelle ist die hier. Ja. Das bleibt die schwierigste Stelle. Zusammen mit den On-Off-Switches am, also vom ersten Teil. Das sind so die... Stimmt, das sind ja wieder On-Off. Oh. Okay, ich sollte nicht zu viel quatschen. Ich habe mich ablenken lassen. Das war dumm. Mal klappt es hervorragend, als wüsste ich vollständig, was ich machen muss. Und mal klappt es einfach dann wieder überhaupt nicht. Das ist schon interessant. Oh, jetzt klappt es wieder die ganze Zeit. Ist ja auch gut. Soll mir recht sein, wenn es die ganze Zeit wieder klappt. Hab ich gar kein Problem mit. Ja, es war knapp, aber es hat funktioniert. Ach Mann, ich bin... Ich lerne es nicht. Ich denke immer schon den Schritt weiter und dann mache ich Quatsch. So. Okay. Wow! Okay, dass ich den... damit habe ich nicht gerechnet, dass ich den jetzt treffe. Muss ich gestehen. Weil ich die ersten beiden Male bin ich da ja perfekt durchgekommen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich das jetzt versaue. Aber ist okay, dann ist das halt auch mal passiert. Immer wieder was Neues. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ich zu langsam bin. Das hat sich schon so angefühlt. Das hat sich schon so angefühlt. So. Okay. Okay. Ja, jetzt hatte ich Bedenken, zu bald abzuspringen und dann bin ich gar nicht abgesprungen. Ah, okay. Wow. Ich mache immer wieder... Warum bleibe ich nicht einfach mal bei der Variante, wie ich es schaffe? Warum versuche ich immer wieder was Neues, wobei ich das nicht bewusst mache? Das passiert eher so automatisiert. Und eigentlich weiß ich ja, was ich machen muss, damit es funktioniert. Oha! Bin ich in den reingefallen. Ach Mensch. Immer so Sachen, die beim ersten Mal nie passiert sind, passieren dann plötzlich danach. Und das ist nicht gut. Nein, ich bin... Yo! Zu bald losgelassen.
Das hatte ich auch noch. Hä? Hey, jetzt mache ich es einfach gleich nochmal. Muscle Memory, was den Fehler angeht, aber nicht, was das Richtige angeht. Das ist auch ärgerlich. So. Ich... Wie oft bin ich jetzt schon an dem Ding vorbeigerattert? Wie oft? Gibt's doch nicht. Jetzt mache ich das wieder. Okay, weniger aufregen, mehr konzentrieren. Das ist ja mehr so künstliche Aufregung gerade, ne? Muss man mal zugeben. Weil ich jetzt einfach wieder ungeduldig werde. So, weil ich das Ziel vor Augen habe und es noch nicht hinschaffe. Das macht mich fuchsig. So. Jetzt sind wir wieder hier. Immer wieder eine neue Möglichkeit, wie man scheitern kann. Immer wieder eine neue Möglichkeit. Aber ich muss auch nochmal sagen, ich möchte mich nochmal bedanken, dass ihr nach wie vor geduldig seid. Also, die meisten. Und mich hier meine Geschichte durchziehen lasst. Weiß, es gefällt nicht allen, wie ich das spiele, aber an sich ist es halt so gedacht sogar. Also, ja. Wobei ich sogar noch länger brauchen würde, wenn ich nicht die zwei Stellen mit Safe States vorher getestet hätte. Also damit habe ich mir... Damit habe ich mir ja sogar schon Dinge vereinfacht. Ich wäre sogar schnell genug gewesen. Ich hätte nur fliegen müssen. Ja. Das hat nicht gereicht. Ja, es wird nichts bis 40. Es wird nichts bis 40. Wir müssen wieder erhöhen auf 45. Wobei es eigentlich jeden Moment passieren könnte. Also es könnte eigentlich jeden Moment funktionieren. So, es ist ja... Es ist jetzt ja nichts. Es ist jetzt ja nichts, was nicht plötzlich klappen kann, weil ich war ja schon am Ziel. Ich war ja effektiv schon am Ziel. Ich hatte es fast vor der Nase. Also eigentlich hatte ich es richtig vor der Nase. Nicht nur fast. Nein, ich bin zu bald gesprungen. Pass alles. Ich hatte es richtig vor der Nase. Ich hätte nur mich fallen lassen müssen oder ausdrehen müssen. Jetzt sterbe ich halt vorne wieder die ganze Zeit. Es ist aber, es bleibt auch eine schwierige Stelle. Das ist die schwierigste Stelle des Levels. Wow! Neue Antwort auf einen Kommentar zu... Ah. Stimmt, da habe ich auch mal was geschrieben. Cornel ist unfähig. Warum bin ich unfähig? Will nicht unfähig sein. Mann! Ey, es ist nicht so schwierig, auf diesem Ding wieder zu landen. Der Anfang ist der schwierige. Wenn ich an dem On-Off bin, ist es eigentlich der leichtere Teil danach. Wenn ich erstmal am On-Off war. Da hochfliegen, das ist der schwierige Teil. Aber wieso versaue ich das denn so oft? So, zack. Es geht so einfach. Ich verstehe es nicht.
Nein, ich muss da nochmal runter. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab's komplett vergessen. Ich muss da nochmal runter. Nein, das habe ich die ersten Male intuitiv einfach richtig gemacht. Und jetzt nicht mehr. Mist. Ah, das ist doch ärgerlich. Ah, ich habe mich schon wieder im Ziel gesehen. Wollte schon sagen, haben wir es doch mit fast mit 40 geschafft, aber jetzt ist es schon 41. Scheiße. What war das denn? So. Warten, warten, einfach nur warten. Genau das hätte ich einfach vor, ich glaube, 10 Minuten oder so waren es auch schon machen können. Genau das. Huh. Sweet. So, sehr schön. Ein Level mehr in unserer Tasche. So, lasst mich ganz kurz noch was kontrollieren. Ich will nur schauen. Warum ist das Rückspulen eigentlich so langsam? Ob an der einen Stelle kein Mond war. Hier unten. Nein, okay. Da hat es nämlich immer so gelb geleuchtet, aber das war nur so ein Block. Das war nur so ein Block. Alles gut. Schön. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal gibt es One Must Fall. Das werde wohl ich sein. Tschüss.